Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Wisdom mit Julia. Hallo. Ah, ich habe richtig schön zum Anfang wieder diesen tollen Lag gehabt. Diesen Standardruckler, der gehört einfach schon richtig dazu zum System. Der muss einfach sein. Es geht gar nicht der anders. Der klassische Lag. Ja. Der Startlag. Irgendwelche. Wäre ja langweilig ohne den. Gott, was ist das für ein Wald? Da muss ich jetzt oben rauf, oder? Ist der Wald, wo ich oben drüber laufen muss. Gibt's so einen hässlichen Wald? Da kommst du. Durch die Bäume kommst du gar nicht durch. Der so dicht bewachsen ist. Knockback klingt eigentlich ganz witzig. So. Jo. Knockback gelernt. Ich will mal gucken, ob ich mir mal heute einen neuen Zauber zusammenbasteln kann. Irgendwas ja, Cooles. Ich bin auch gerade noch dabei, die richtigen Utensilien für einen Zauber zu holen, die ich noch brauche. Ich kann mich halt erinnern, dass ich hier ein Ding gefunden hatte, gefunden hatte, im Twilight Forest. Deswegen bin ich hier noch gerade unterwegs, aber es war ja klar, dass ich jetzt keins finde. Ich habe noch Aum. Wie viel brauchst du denn? Ich glaube 2. Weil ich wollte ja generell. Lass mich erstmal meinen Zauber machen und dann kann ich dir sagen, ob ich noch was übrig habe. Ja, vielleicht finde ich ja bis dahin noch welches. Könnte durchaus möglich sein. Was sind das für Bäume? Da wächst der Glowstone an den Bäumen. Wie knuffig. Es führt auch bei mir jetzt zumindest in nächster Zeit nichts an einer Mining-Tour vorbei, denn ich will endlich die Kristalle weitermachen und für die Kristalle brauche ich nun mal Gold. Das ist und ja Gold habe ich nicht mehr. Ich habe einen Ofen, der alles, was man darin schmilzt, verdoppelt. Oh, wie heißt denn der Ofen? Oder der heißt Kale Factor, glaube ich. See. Das war so klar. Jetzt ruft Benny an, wo ich ihm vorher noch in Skype geschrieben habe, du, wir müssen das verschieben. Ich muss noch was erledigen. Jetzt ruft er an. Ah, nee. Jetzt muss er warten. Es hilft nicht. Hail Factor. Ah. Ja, der ist ja gar nicht so teuer. Und der verdoppelt alles? Der verdoppelt alles, richtig. Aber der arbeitet mit, na, wie heißt es denn gleich nochmal? Mit so einem Nexus arbeitet der. Ach so, das heißt, ich muss den in der Nähe vom Nexus bauen. Ja. Für die Energie dann, oder? Genau. Ah, ja, den crafte ich mir doch gleich mal. So einen Nexus hast du? Ja. Ja, perfekt. Was ist das denn? Das ist doch dieses Ding, was ich auch für die Energiequelle für Zauber brauche, oder nicht? Ja, genau. Diese 4 Säulen mit der Rune in der Mitte. Genau. Ja, hab ich. Weiß ja nicht, ob das dann reicht. Ich habe da drunter halt Liquid Essence und daher kommt meine Energie da. Reicht das? Ja. Ja, das ist doch mal ein Wort. Aber für Gold lohnt sich das natürlich echt. Das ist ein Stronghold Shield. Wenn ich da jetzt draufsteige, sterbe ich, oder? Nee, sterbe nicht. Keine Ahnung, weiß nicht, was das ist. Was ist das? So. Komme ich mit der Diamantspitzhacke hier durch? Oben. Das Karotten. Das kann man nicht abbauen. Es leuchtet das auch noch. Oh Gott, ich gehe mal lieber weg. Das ist mir nicht geheuer. Nee. Jetzt ruft der da an. Also ich. Nee, geht gar nicht. Grausam, der Typ, grausam. Grausam? Ja. Das sieht wollte cool ja aus. Eigentlich, wollte ich hier meine Kühe verdoppeln. Mhm. Kühe, vermehrt euch. Seid fruchtbar und mehret euch. Oh, ich kann hier drüber springen jetzt. Das ist ja praktisch. Mit meinem coolen Jump-Boost. Ja, den hätte ich jetzt auch doch ganz gut gebrauchen können. Ich dachte mir so, nee, ich habe keinen Bock auf den Jump Booster. Ist mir dann doch ein bisschen zu krass. Aber hier könnte ich den jetzt gerade echt gut brauchen. Ich kann hier bis in den ersten Stock springen bei mir. Also 4 Blöcke hoch kann ich, glaube ich, springen. Das ist cool. Ja, ja bei mir, glaube ich, sind es 1,5. Ja, ich wollte eigentlich... Ja, 4 Blöcke hoch kann ich springen. Noch irgendwelche grüne Kristalle. Cool. Warte. Ja, also es sind genau 1,5, weil über 2 komme ich gerade noch nicht mehr drüber, aber über 2 kann ich springen. Stone. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas Tolles hier. Hier noch normalen Stone? Nee. Dass es hier Hasen gibt, das ist der Wahnsinn. Brauche ich einen Redstone? Habe ich keinen Redstone mehr? Ist doch nicht zu fassen, oder? Nee. Ach, Gott sei Dank. Ja, der ist mal nicht, kommt auch nicht so häufig vor, der Redstone. So, dann brauche ich einen Winter im Dust und Lapis Lazuli. Lapis Lazuli habe ich auch noch 2. Perfekt. So, Dille. Für mal hier rauf. Einen brauche ich dafür, ne?
Wo baue ich den denn hin? Baue ich das hier hin? Geht einfach da rein so? Gut, wenn ich daran denke, dass ich hier auch wieder zurück muss, dann kommt mir jetzt schon das kalte Grausen. Verknüpft man den Nexus dann mit diesem Zauberstab mit dem Ding oder wie Ja, macht man das? genau, mit wo Aha, man die okay. Desert Nova für braucht. Aber nicht beim Ofen. Beim Ofen braucht man das nicht. Da verknüpft er sich selbst. Hauptsache, er ist relativ in Automatisch, der wenn er in Nähe. der Nähe ist. Ah, okay. Das siehst du dann auch gleich, wie so ein komischer Strahl dann zu sehen ist. Gespannt. So weitergeht, probiere ich wirklich lieber den einen Trick aus mit dem Witchwood Sapling, als dass ich hier noch lange rumhüpfe, ey. Und Augen suche. Lalala. Oh, okay. Spalten gibt es ja auch ohne Ende. Oh. Wusstest du denn, woher weißt du denn das mit diesem Kale Factor? Hat mir ein Abonnent in die Kommentare geschrieben gehabt. War ja nicht lieber Abonnent. Habe ich denn jetzt, woran sehe ich denn, ob ich Energie habe? Ah, ich sehe es, okay. Miau, er lädt sich auf. Ach ja, das ist das. Ah, das sind wieder Bleibt das diese jetzt immer blöden da? Steine. Oder lädt das da? Das Ja. bleibt da. Sieht ein bisschen Und doof aus. er entleert sich halt nur, wenn du Energie benutzt davon. Naja, dann bleibt das halt so. Ist schon okay. So, und wenn ich jetzt damit was brenne, dann verdoppelt es sich, ja? Ja, genau. Wo mache ich denn das rein? Oben rein oder? Oben, ja. Also nicht in die drei, sondern das große unter den dreien. Die Aha, drei okay. sind wohl da, um das irgendwie nochmal zu verstärken, dass es schneller geht. Da muss man noch irgendwelche Teile Aha. reinpacken, aber ich habe mir das leider nicht merken können, was genau das war, was man da reinpackt. Okay. Das ist immer so eine Sache mit dem Merken, was die Leute so alles geschrieben haben. Man kann sich zwar die wichtigsten Dinge aufschreiben, aber ist schon teilweise ganz schön viel. Okay. Ist da schon jemand drin Ein Buch muss ich gewesen? mir dann noch craften. Das, nee, ich glaube, da war noch niemand drin. Hier. Bin ich in so einem doofen Leder. Labyrinth? Ich werde hier nie wieder rausfinden. Oh oh. Nein, böse Hunde, böse Hunde, böse Hunde, böse Hunde, böse Hunde. Oh Gott. Böse. Ja, ich glaube, das ist so ein Spawner, wo diese Hunde rauskommen. Ach, Buckmitz. Warte, wie geht denn das hier? Okay, der Spawner ist schon mal weg. Ah, mit einer Feder. Okay. Federn. Da ist nur Käse drin in der Kiste. Was soll denn der Scheiß? Käse. Hat sich ja Nehmen voll wir gelohnt was mit? hier. Ja, der Wahnsinn. Oh oh, ich höre nochmal. Wieso geht das jetzt nicht? Ach, hier, schwarze Farbe. Ja, logisch. Oh, jetzt ist so ein Hund gestorben. Es tut mir jetzt aber leid. Ja, Julia, die Hundemörderin. Nee, der starb nicht an mir. Das ist so ein Labyrinth mit so aus so einer Dornenhecke. Und ich schätze mal, der wird daran gelatscht sein. So doof wie er war. Kann ich dann jetzt nicht. So, warte mal. Projektil Touch Self. Was ist das denn? Projektil. Ach, das ist dieser Maze-Stone. Den braucht man auch für irgendwas. Fire. Naja, Damage. Physical Damage. Lightning Damage. Magic Oh, ich Damage. darf die doch Ignition. berühren. Ignition ist doch, dass man in Flammen gesetzt wird, oder? Ich habe keine Ahnung, aber ich vermute es. Ignition. Versuch's einfach mal. Was? This book finalized this was? Leuchtet das Buch rot, wenn ich was zu Starkes mache, oder wie ist das? Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich hier diesen Maystone noch mitgenommen. Es gibt echt so Warte mal. Blöcke, die einem extrem viel Energie abziehen mit dem Range Digger, so wie es aber letztens schon in diesen einer Cave ging. Das scheinen wohl bestimmte Blockarten zu sein, bei denen das so ist. Voll nervig. Shape needs a targeting shape added after it in order to function. Ich brauche Aum. Wo seid ihr, Aum? Oh oh. Autsch. Das gibt es doch nicht. Es gibt ja diese Gegenden, wo das Targeting Aum shape generell added wächst, after oder? it.
In order to function. Das ist so ein Ding, wo. Da war aber sicher Dalu schon oben, so wie ich den kenne, brauche ich da gar nicht reinschauen. Ach, schauen wir trotzdem rein. Egal. Gucken wir einfach mal, was ich mir hier zusammengebastelt habe. Oh, es ist rot. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn das rot ist, das Buch. Ich weiß es nicht. Hier hört man schon die Spinnen runterfallen. Towerwood Planks, okay. Linden, Steel, Yellowstone, Piston, Spell, Parchment. Aber was heißt das, dass das rot leuchtet? Ich habe keine Ahnung. Oh oh, ich glaube, das ist nicht gut, wenn es rot leuchtet. Wie geil ist das denn? Ich kann hier kein Licht machen. Magica, Ro. Ach, ich hab gar... Och, verdammt. Ein Niederhöhle. Ja, ich muss mal eben kurz nachgucken, Leute. Ich will nicht, dass mir hier das... Ich brauch dringend eine Höhle. Ich will nicht, dass mir das hier... um die Ohren fliegt. Da bringt mir ja mein toller Zauber ja auch nichts, mit dem ich Licht machen kann, wenn ich keine... Arcanstones hab. Red. Was ist denn jetzt? Oh, ich hab... Bei mir jetzt hier auf Reddit gelandet, natürlich. I don't know what happened, but my spell tome turned red and spit out my integrants for Osmarika 2. Word of the wise. When something lights up red, do not just go, huh, that's odd, and carry on. Upgrade your altar and it will work. Wie muss ich denn meinen Altar jetzt upgraden? Ich habe keinen... Ach, da gibt's diese verschiedenen Stufen, so wie du halt beispielsweise Eisenblöcke nehmen kannst und alles mögliche. Das sind diese Upgrade-Stufen, je nachdem, was du als Topping für Blöcke verwendet hast, beispielsweise. Ja, wo stand das nochmal drin? In dem Buch. Na? Ja, das war das hier. Arcane Compendium war das, ne? Ja. Okay. Was haben wir denn hier? Oh oh. Geh weg. Hypes. Okay. Das ist sehr gruselig hier in diesem komischen Ding. Agis Sea Fire is damaging the structure. Also wenn ich jetzt einmal sterbe, dann habe ich Mist gebaut. So, wo ist denn das jetzt hier? Bugshows. Das war ein Creeper. Crafting Altar, hier, genau. Mit Netherbrick, so wo sehe ich denn jetzt, was das Beste ist? Hier sind ja verschiedene... Da musst du weiter blättern, wo dir die Rezepte angezeigt werden und da steht es dann da, was wie viel Energie gibt. Moonstone Blocks plus 10 Sunstone. Relativ viel Moonstone, vielleicht. Nö, wo sind die Spinne jetzt hin? Witchwood, Netherbricks, Nether Quartz. Okay, das ist also schon mal gut, Witchwood. Dann brauche ich... Iron Blocks sind plus 4... Emerald plus 8, Diamant plus 7, Gold plus 6, Lapis Lazuli plus 5. Also Eisen wäre schon mal besser als Glas. Eisenblöcke oder Moonstone. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe relativ viel Moonstone. Eventuell können wir sogar uns Moonstone-Blöcke machen. Moonstone habe ich auch ein bisschen. Nicht viel, Bricks. Aber ein bisschen was. Naja. Einen Block reicht das vielleicht. Okay, da oben ist was. Moonstone Block. Na toll. Bringt das was, wenn ich einen mache und dann den Rest aus anderen? Nee, ich glaube, das geht nicht. Ich weiß müssen es aber alle nicht, gleich sein, ne? Ich glaube schon, ja. Ich mache mal sicherheitshalber, mache ich mal Eisenblöcke und wird sicher schon besser sein als... So. Eisenblöcke kann man ja auch jederzeit wieder auseinandernehmen. Eben. Das ist ja das Gute. Probier's einfach mal aus. Ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich hier runterfalle, bin ich dezent gearscht. Oh Gott. Oh Gott. Ich will eigentlich gar nicht. Nee, ich will hier gar nicht sein. Ich bin hier wieder weg.
Oder doch? Wieder hinmache? Funktioniert das dann überhaupt noch? Oh, es geht schon. Krass, doch, es geht doch, Julia, mit dem. Geht's doch? Wenn man nur einen. Ich habe jetzt einen Glasblock durch einen Moonstone-Block ersetzt. Oh, das ist natürlich cool, wenn das geht. Und das kann man also dann nach und nach machen, scheinbar. Ich mache jetzt mal hier noch die Eisenblöcke. Das ist dann echt cool. Probier das mal aus, ob das jetzt noch wirklich klappt. Zumindest ist das Buch wieder da. So. Gucken wir mal. Combination. Bla bla bla. Dein Crew. Ich werde das ja, so bereuen, was ich hier gerade mache. Ups. Nein! Was habe ich getan? Das weiß ich jetzt nicht. Habe ich das jetzt beschriftet? Nee. Puh. Wenn ich hier runterfalle, bin ich tot. Das ist ja schon mal eine Ansage. Das Schöne ist, ich muss ja auch wieder runterkommen. Und da drin sind lauter Spawner. Dann mache ich das doch jetzt mal. Blank Rune. Ach, dafür muss ich wieder Steine brennen, ne? Mhm. Nee. Oder? Geht das nicht mit Kobbel? Ich glaube, man macht die nur aus Stone. Weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Rune. Okay, das ist eine Zwischenstation. Sehr gut. Blank Rune. Ach, aus Cobblestone macht man die. Du hast recht. Water Bottle. Karotten. Wenn Maggie noch Karotten brauchen würde, hätte ich jetzt welche. So. Oh Gott, hier gibt's Blazes auf dieser Ebene. Nice. Die haben mal hier... Uah, die greifen mich schon an. Ich hau hier mal ab. Ich will hier doch nicht sein. Scheint doch nicht zu gehen, oder? Eigentlich fängt man doch immer mit einer blanken Rune an, oder? Ja. Eigentlich schon. Haut's nicht hin? Will sie nicht essen. Es will sie nicht essen. Dann muss ich vielleicht doch wieder einen Eisenblock hinmachen. Guck mal. Komisch. Oh Gott, ich werde das so bereuen. Ich weiß das doch. Oh je. Meine Zuschauer werden jetzt gerade vom Bildschirm sitzen, werden sich denken, was macht die? Was macht die? Ist die denn verrückt? Ja. Okay. Da wäre es jetzt sicher, wenn ich da... Oh Gott. Dunkel! Licht. Okay. Licht. Möchtest du jetzt Rotbuch? Nein. Uah! Ich versuch das jetzt mal. Was ist das? Es macht Krach. Es will immer noch nicht meine Rune. Ich habe doch Eisenblöcke jetzt da drauf gebaut. Wieso geht das denn nicht? Warte. Komm nochmal her. War ein sehr lustig aussehender Golem. Und ein Golem-Spawner. Weg damit. Hat mich hochgeschlagen. Will meins nicht. Wieso ist es denn jetzt kaputt? Doch Eisen drauf gebaut. Das kann doch nicht sein, dass das jetzt kaputt ist. Keine Ahnung. Warum? Versteh's nicht. Gott. Crafting-Altar. Geht das denn mit irgendeinem anderen Spell noch? Mal in so einen normalen Zauber, so wie hier war, glaube ich, hier schon. Das sieht so dermaßen danach aus. Oh. Uah, ich bin tot. Oh nein. Hätt's jetzt Slowfall gehabt, ne? Hä? Jetzt geht's gar nicht mehr, ey. Ich hab's kaputt gemacht. Block das of Iron. Ist doch das war doch der perfekte Ausklang zu dieser Folge. Warte. Ja, das stimmt, wir müssen eh Schluss machen. Ich muss nächstes Mal rausfinden, woran das liegt. Ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben, falls ich es nämlich nicht selber rausfinde. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ciao.